Ja, mein Name ist Michael Kräftner, ich bin Gründer und CEO von Zelum. Ja, die Geschichte ist eine lustige, die hat mit unserer Amerika-Expansion zu tun. Wir haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, einen amerikanischen Mitarbeiter quasi gesourced, wie man so schön sagt, und der hat dann geplanterweise, es war also geplant, dass er zu einer Schulung nach Österreich kommt, um halt einfach in unsere Welt eingeführt zu werden. Und ein paar Tage bevor der abfliegt, sitze ich im Büro und kriege plötzlich einen Anruf vom Sekretariat und hebe ab, und die Sekretärin hat damals gesagt, du, ich habe da jemanden vom FBI für dich. Ich habe natürlich sofort gedacht, okay, ja, das ist sicher also ein Scherzanruf eines Freundes. Als Female Body Inspector, das irgendwie, habe dann auf gut österreichisch mit Joros ist den Anruf entgegengenommen, und dann war da eine englischsprachige Stimme dran mit einem durchaus wahrnehmbaren amerikanischen Akzent, der gesagt hat, ja, als Special Agent XY wird die FBI in Tallahassee, Florida. Und dann haben wir schon zum ersten Mal gedacht, okay, gut, also dass jemand weiß, dass Tallahassee eine Stadt in Florida ist, das ist nur zu die Hauptstadt, okay. Und habe dann so auf halb Deutsch, halb Englisch gefragt, so nach dem Motto, ja, was ist? Und der hat dann gefragt, ob es stimmt, dass wir diesen Mr. XY quasi eingestellt haben und dass der noch nach Österreich zu einer Schulung kommen soll. Und das hat gestimmt, und da war ich natürlich dann schon ein bisschen, okay, gut, also offenkundig kein elaborierter Scherz. Und habe gesagt, ja, das stimmt. Warum? Ja, weil er muss es überprüfen, weil gegen den liegt eigentlich ein Ausreiseverbot vor, weil er in 2 Monaten vor einer Grand Jury, also vor einem großen Geschworenengericht, als Beschuldigter vorgeführt werden wird. Okay, das habe ich nicht gewusst. Wegen was denn? Ja? Und in Amerika gibt es ja noch nicht diese Anonymisierung von potenziellen Tätern, sondern das ist ja alles an sich offen und sagt, ja, nein, er hat seinem vorigen Dienstgeber, das wird ihm vorgeworfen, seinem vorigen Dienstgeber $20 Millionen unterschlagen zu haben. Und ich war natürlich komplett perplex. Okay, und habe halt dann komplett hilflos gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Und der hat halt durchaus schmunzeln, und das hat man gehört, gesagt, naja, also wenn sie mich fragen, ich würde ihm nicht einstellen. Ja, also das war unser erster Versuch, einen amerikanischen Mitarbeiter einzustellen. Also als gutes, als auch als negatives Beispiel ist sicher der Steve Jobs, der against all odds sozusagen, also gegen jede Wahrscheinlichkeit es geschafft hat, und für den sozusagen das Produkt, und es wird ja auch dieser Satz hinzugeschrieben, give people the right tool and they will make beautiful things. Und das ist wirklich also quasi eine inspirierende Reise, die der hingelegt hat und auch immer wieder so quasi nach Niederlagen aufgestanden ist und es wieder versucht hat, bis dann schlussendlich mit Apple im zweiten Anlauf der ganz große Erfolg da war. Aber natürlich auch, das muss man, gibt es ja jetzt schon einige biografische Filme zum Beispiel und auch Biografien, die das behandeln, der war natürlich extrem rücksichtslos beim Durchsetzen und Verfolgen seiner Ideen, auch sein Umgang mit anderen Menschen, mit bis zum eigenen Kind, aber auch mit Mitarbeitern, war wirklich, naja, sagen wir mal, diskussionswürdig und in manchen Punkten einfach falsch, ja, objektiv falsch. Also nicht nur ein glühendes Vorbild, dem man nacheifert, sondern sicher auch Einladung darüber nachzudenken, wie man mit viel Hingabe dieses selbstgesteckte Ziel richtig erreicht. Das ist vielleicht die korrekte Bezeichnung. Weil ich es sehr spannend finde, dass man so quasi ein bisschen einen authentischen Blick auf die Persönlichkeiten in oder hinter Unternehmen quasi lenkt. Weil natürlich ist es so, dass Geschichten oft mit einem quasi bitte arbeite bei uns Rufzeichen Mantra erzählt werden, und dann halt natürlich man sich direkt versucht, quasi an mögliche Bewerber zu richten. Und umso spannender finde ich es, wenn man eigentlich einmal komplett sagt, okay, eine Off-Topic-Story, die nicht direkt das Unternehmen jetzt betrifft, aber schon was mit dem Unternehmen zu tun, das finde ich einfach spannend und cool irgendwie. Ja, weil sie irgendwie so ein bisschen diesen Industrial Charme reflektiert und so ein bisschen diese Mischung aus alt und neu zusammenbringt, das auch irgendwie uns als Unternehmen, uns gibt es ja schon 20 Jahre, das eigentlich verhältnismäßig
alt, wenn man so will, für Softwareunternehmen. Auf der anderen Seite halt auch der Versuch unsererseits, oder irgendwie das ist doch in unserer DNA und das verursacht nicht nur Positives, ja, aber so dieses sich ständig neu zu erfinden und ständig wieder neue Wege zu gehen, und da ist also ein Industrial Charme, Produkt, das mit dem natürlichen Holzwerkstoff auch noch quasi vielleicht ein bisschen Nachhaltigkeit zitiert, irgendwie ein schönes Abbild.